herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Funtime Arena. Ich bin in Lüdenscheid und nach einem Jahr ist auch wieder Yvonne am Start. Hallo. Ja, Yvonne ihrer Heimatkirmes. Und wenn ihr das Video im letzten Jahr gesehen habt, dann kennt ihr auch Yvonne schon. Und wenn ihr ganz lange Funtime Arena Zuschauer seid, dann kennt ihr Yvonne schon von ganz, ganz alten Videos. Die ist nämlich schon ganz, ganz alt. Ja, naja, irgendwie so. Was ich heute hier erlebe mit Yvonne auf der Kirmes, die Steiner Kirmes in Lüdenscheid, das erfahrt ihr jetzt gleich nach dem Intro. Also, bis gleich. Auf der Steinhardt-Kirmes 2023, zugegebenermaßen sehr spät in diesem Jahr. Eigentlich wollte ich schon am letzten Wochenende hier sein, aber da ist so eine Achterbahneröffnung dazwischen gekommen in Madrid. Das Video ist jetzt schon mal online und ja, deswegen bin ich am Ende dieser Kirmes hier in Lüdenscheid. Eigentlich für mich jedes Jahr Standard, muss irgendwie sein. In diesem Jahr zwei Achterbahnen stehen hier am Start. Einmal Time Machine. Eine Achterbahn, die ich glaube ich damals in Holland das erste Mal gefahren bin, auf dem ersten Platz. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich glaube Tilburg. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Eine Spinning Maus, die ein bisschen anders ist als die Spinning Mäuse, die man halt sonst so kennt. Denn genau dieses Element hier ist anders. Es ist halt eigentlich genauso wie Heidi The Coaster, nur dass hier der schnelle Lift halt fehlt. Und es gibt halt noch mit Silbermine noch eine kleine Kinderachterbahn. Ich glaube, die lassen wir aber aus, aber bei Michelin machen wir, ne? Ja, und deswegen seht ihr jetzt noch online. Viel Spaß!
Time Machine und die war? Drehreich, ja, absolut. Also das habe ich noch nie erlebt, dass so eine Spinning Maus schon vor dem Lift halt sich dreht und dann halt auch auf dem Lift sich dreht. Also damals, als ich das zum ersten Mal gefahren bin, also diese Achterbahn hier, da war das noch nicht so. Also richtig krass. 5 Euro nimmt ihr die Achterbahn. Finde ich richtig human, also für so eine Großanlage, wie gesagt. Bulwalda hat in Holland auf jeden Fall Premiere damit und ja, einer, ich glaube, der wenigen Plätze, die bisher die Achterbahn auch in Deutschland stand und steht. Und ja, auf jeden Fall sehr interessant, sehr witzig. Hier haben wir noch Looper, wenn ihr mal hier hinter mir guckt. Looper ist ein Scheibenwischer. Man weiß, auch Scheibenwischer auf der Kirmes, also meinem Empfinden nach, gehen die nicht mehr so gut. Man sieht auch jetzt hier, nur für Kinder, die da drauf sitzen. Ich weiß nicht warum, aber Scheibenwischer werden nicht mehr so angenommen. Und da überlegt man sich natürlich immer so ein bisschen, was kann man da halt irgendwie vielleicht verbessern. Und hier bei Looper ist es halt so, man hat einen kleinen Funhouse-Part, also in der Q-Line selber, wo man halt so ein bisschen angehen muss mit ein bisschen Wasser und eine kleine Brücke und so. Und sonst ist das Ding halt auch komplett thematisiert. Alles so ein bisschen auf Steampunk thematisiert. Sieht auf jeden Fall richtig ordentlich aus, macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Aber ja, momentan auch nicht so viel los. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass da noch ein bisschen mehr Punk abgeht, weil das Geschäft sieht auf jeden Fall hammermäßig aus. So, ich würde sagen, wir gehen weiter. So, weiter geht's hier auf dem Platz und ja, die nächste Achterbahn steht hier, ich hatte es ja eben schon angedeutet, sehr hoch gebaut, wenn ich hier mal gucke. Total krass, wie hoch. Haben sie 2 Euro-Paletten hier am Eingang gemacht, damit überhaupt die Kinder da irgendwie hochkommen. Ja, ne? Kleine Achterbahn, ich glaube, die ist von SBF Visa. Ist eigentlich ganz lustig. Nimmt 3,50 Euro. Und Yvonne nimmt keine Achterbahn, sondern Yvonne nimmt Langosch. Schmeckt's denn? Lecker. Klassik. Mit Sauerrahm und mit Käse. Und Fett. Ja. Und Käse. Fett. Und lecker. Und lecker, ja. Oh, hier kommt gerade schon. Mal ganz kurz gucken. Hashtag Konga ist überall. Natürlich auch in Lüdenscheid. Jetzt gleich kommt's. Achtung, Achtung. Ah, so, genau. Also, Konga ist auf jeden Fall schon. Auf der Fix-Game ist im Menden. Ernsthaft? Woher weißt du das denn? Weil ich es gesehen habe gestern. Ach so. Ich habe Nachforschung gemacht. Also, wenn ihr nicht mehr nach Lüdenscheid kommt, dann auf die Pfingstkirmes. Und ja, eins weiter auf dem Stammplatz, wie immer, der Breaker von Drea Vespermann. Und es ist natürlich klar, dass ich da natürlich auch einsteigen muss. Ich glaube, es ist wirklich das erste Mal in diesem Jahr, dass ich mit dem Drea Vespermann Breaker fahre. Es ist echt komisch. Normalerweise habe ich schon so einen oder anderen Platz, hätte ich da schon in diesem Jahr, wo ich Drea Vespermann gefahren bin, aber dieses Jahr noch nicht. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang. Wenn die Yvonne auch gegessen hat, dann gehen wir da rein und ihr seid jetzt ein Onride. Viel Spaß! So, raus hier aus dem Breakdance. Wie war es denn, Yvonne? Sehr gut. Sehr gut. Naja, ich fand es auch sehr gut. Ich finde das so krass. Erstmal, die ganze Zeit Ballermann-Mucke. Finde ich mega gut. Macht hier auf jeden Fall richtig Party. Und dann ist halt Drea Vespermann Breaker, auch wenn der Platz voll ist. Fahren trotzdem bis Ultimo. Also richtig, richtig krass. 4 Euro nimmt Drea Vespermann für den Chip oder man kriegt halt 4 für 14 Euro. So, wenn man es ein bisschen gediegener haben möchte, können wir hier mit Crazy Clown mal fahren. Das ist krass, da traue ich mich nicht rein. Also, das ist schon echt schnell, vor allem jetzt rückwärts. Ja, rückwärts. Aber das sind groß, kann ich auch nicht. Das ist so Huli-Guli ist nicht so meins.
Da müssen wir aber richtig mal los. Ja, sehr cool auf jeden Fall, wie gesagt. Also das jetzt müssen die Kinder entscheiden. Was ist eigentlich das da? Also dieser Hauptgipfel, guck mal. Was sind das? Bubble Teas? Ich hab gedacht, das wären irgendwelche Gurken oder so. Ja, guck mal, hier, die Bubble Teas. Bubble Teas gibt's halt auch, glaube ich, einen Stand weiter gibt's auch wirklich Bubble Teas. Ja. Ja, gut, ja, wir gucken mal weiter hier so, ne, was es hier sonst noch so gibt. Ah ja, wenn wir schon in Lüdenscheid sind, dann ist eins natürlich immer eigentlich Pflicht. Elli! Yvonne, wir müssen eigentlich gleich einen Hotdog bei Elli essen. Da ist er. Das Krasse ist, Ellis Hotdogs kann man nicht essen, ohne nicht sich zu versauen. Unfassbar. So viel drauf, sehr lecker. Und diese Hotdogs werden nicht normalerweise mit normaler Grünwurst gemacht oder Bockwurst, sondern hier wird das mit Frikandeln gemacht. Richtig geiles Zeug. Schmeckt richtig geil. Wenn ihr mal hier seid oder diesen Stand irgendwo seht, müsst ihr auf jeden Fall mal einen Hotdog probieren. Ellis Hotdogs sind die besten, auf jeden Fall auf der Kirmes. So, weiter geht's hier auf dem Kirmesplatz. Hier hinten besteht eins von zwei Pfannhäusern. Mike's Pitstop bin ich in Münster gegangen. Muss man ja sagen, geht man, weil es ist ja ein Laufgeschäft. Chaosfabrik steht auch noch hier, ist das zweite dann praktisch. Eins weiter steht dann ein Flipper. Auch sehr cool, auch mit Steampunk-Thema. Steampunk ist, glaube ich, auch irgendwie auf der Kirmes angekommen. Und eins weiter, wenn ich mich jetzt noch weiter drehe, steht hier Dance Jumper. Also praktisch ähnlich wie Voodoo Jumper, nur ja, anders thematisiert. Und ja, steht halt auch hier. Kann man auch gut mitfahren. Und ja, also hier ist auf jeden Fall ein Platz, wo einiges geht. Man könnte sagen, das ist hier irgendwie so Kotzmühlen City. Also Flip und ich werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Das ist für meinen Magen ja nicht so gut. Und irgendein anderer hatte auch mal ein Problem hier drauf, denn da wird nämlich gerade sauber gemacht. Da hat einer ja, sein Inneres nach außen gekehrt. Und ja, das machen wir jetzt eigentlich auch, weil wir fahren jetzt eine Runde Mr. Beat. Ob uns das gelingt und ob wir da halt halt wieder runterkommt, ja, das seht ihr, wenn ihr jetzt dran bleibt und ihr jetzt ein Stückchen vom Onride seht. Viel Spaß damit. Der hat doch nicht mal richtig losgelegt. So, herzlich willkommen an Bord, meine Damen und Herren. Ich bin Mr. Beat. Herzlich willkommen hier in Lüdenscheid. Ich bin auch so alles aufgewachsen. Das ist die gute, laute Maschine hier. Ja, wir bringen die Party mal auf hier immer auf. Wir wollen machen auch nicht mal gute Laune hier. Jetzt geht's auf hier. Jetzt geht's auf. Alles ein Schuld hier, ja. Oh, ja, Radio raus aus Mr. Beat. Und? Die Wonne hat ein bisschen Schwindel. Ich glaube, das waren alle, oder? Man muss mal sagen, also Yvonne hatte eine kurze Nacht. Das musst du nicht immer wieder sagen. Ich habe das mir noch nicht einmal gesagt, aber. Voll ist, nee. Yvonne hat gestern gesoffen. Das hab ich gar nicht gesagt. Ich wollte nur sagen, dass Yvonne halt wenig Schlaf hatte. Das hast du jetzt gesagt. Würde ich nie sagen, sowas. Wir sind gerade mit Mr. Beat gefahren. Es ist ein intensives Fahrgeschäft. Ich hab's gut vertragen. Yvonne auch. Das sieht man ja sehr an. Hab's gut vertragen, war gut.
Ja, ich bin nicht mal. Was halt etwas blöd bei Mr. Beat ist, das Ding fährt hoch und fährt dann 2,5-3 Minuten in der gleichen Position immer wieder nur wie so ein Mixer rum. Du hast halt wenig Abwechslung. Das ist aber an dem Orbiter ist das halt so. Egal ob das jetzt Mr. Beat ist oder Heroes von Six, es ist immer dasselbe. Und man, entweder kann man es vertragen oder man kann es nicht vertragen. Yvonne war es das erste Mal. Für Yvonne war es auch das letzte Mal, glaube ich. Kann man einfach mal einen Haken dran machen. Ich fand es okay, aber ihr müsst es jetzt auch nicht immer mitmachen. So, haben wir dann mal gefahren. Ja, wir sind jetzt gerade noch mal eine Runde mit dem Breakdance gefahren. Das habe ich euch jetzt nicht noch mal mit reingeschnitten. War aber auch wieder eine sehr gute Fahrt. Ich hatte halt 4 Karten geholt, beziehungsweise 4 Tickets für 14 Euro das Angebot. Gut ist es, kleiner Tipp, wenn ihr an einem Familientag immer auf die Kirmes geht und dann halt diese 4 Karten kauft, da habt ihr maximal am meisten gespart. Hinter mir, damit wir es komplett haben, ist auch noch der Musikexpress. Ist das was für die Yvonne, eine Musikexpress? Früher. Früher? Ja. Ja, aus dem Alter sind wir raus. Ja, ja. Ja, genau, also nur, dass es halt wisst, hier noch Musikexpress. Beim Laufhaus, da waren wir ja eben schon. Für die Kinder gibt es hier noch ein bisschen Trampoline und ganz viele Greifer hier. Ich glaube, es ist der dritte oder vierte, den ich hier auf dem Platz sehe. Münzschieber, Greifer. Es gibt hier Kirmesplätze, da sind die komplett verboten, beziehungsweise gibt es da gar nicht. Hier in Lüdenscheid ist es ein bisschen anders. Überall da, wo noch ein bisschen Platz ist, da steht dann halt noch so ein Greifer. Wir haben es eben auch probiert, ne, zu greifen, aber ging nicht so gut. Ging leider nicht so gut. Ja, ihr seht, es wird langsam ein bisschen düster. Das heißt, die Lichter gehen an, heißt, die Stimmung kommt. Es ist halt immer, ich weiß nicht, wie ihr es findet, auf der Kirmes ist immer abends immer irgendwie am schönsten, wenn die ganzen Lichter ein sind. Aber wir gehen jetzt hier noch mal ein bisschen so über den Platz. Es gibt noch ein paar Geschäfte, die haben wir noch gar nicht gezeigt, die sind auf der anderen Seite. Da kommen wir wohl gleich noch mal zu. So, Lieben, wir sind am Eingang angekommen. Das ist hier sowieso mal ganz cool gelegen, weil da kommt man halt eigentlich immer so einen Berg runter. Und dann sieht man halt immer eine Highlight-Attraktion, die halt genau, auf die man halt genau zuläuft. Und das ist in diesem Jahr hier der Jobspin, der wieder fit gemacht worden ist, jahrelang eingelagert war und jetzt wieder auf der Reise ist. Das ist jetzt der zweite Platz und ja, wettbar ist auch mit Wassereffekten unten. Und ja, Topspin ist halt eigentlich so ein klassisches Kirmesfahrgeschäft, was leider in NRW relativ selten geworden ist. Ihr habt jetzt aber die Chance, mit diesem Topspin endlich mal wieder eine Runde Topspin zu fahren. Ja, bei mir ist es so, ich passe da leider nicht so ganz rein. Da müsste ich in Phantasialand. Da haben wir dann ja eine andere Art Topspin. Auch von Hus, aber da habe ich ein bisschen mehr Platz. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und dass jetzt wieder ein weiterer Topspin, der jetzt wieder auf der Reise ist. Und wenn man hier nochmal zum Eingang hochgeht, da gibt es auch noch ein Riesenrad, wo man halt dann ganz schön über Lüdenscheid gucken kann. Ja, Lüdenscheid, deine Heimatstadt. Was ist denn so schön an Lüdenscheid? Versuch es nochmal, das haben wir letztes Jahr auch versucht. So, Freunde, alles klar, ja. Das war's, neue Reise. Die Kirmes, wenn das alles ist. Ja, liebe Grüße an alle Lüdenscheider. Also sonst geht ja nichts sonst so. Ja, wir machen mal. Ja. Der Sprung ist noch gut. Der Sprung ist noch gut. Ja, liebe Leute, das war's an dieser Stelle. Hier auf Lüdenscheid, kleiner Vlog. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bleibt wieder schön mit dir, Yvonne. Ja, bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Jahr. Ja, nächstes Jahr sind wir dann wieder am Start. Und ja, falls ihr weitere Videos sehen wollt, gerne abonnieren. Und falls es euch gefallen hat, Like da lassen. Und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in meinem Video bei der Phantom Arena. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.